Ich hatte ja schon, als ich 18 war, den Film Carmen von Carlos Saura gesehen, in Lima im Kino. Und ich fand den so toll. Ich wurde 1964 in El Salvador in der Atacama-Wüste in Chile geboren. Mein Vater ist Chemieingenieur gewesen und hat dort gearbeitet. Und meine Mutter ist zwar Chilenin, aber sie lebte damals in Argentinien, in Buenos Aires und studierte Bühnenbild. Dann machte sie Urlaub bei ihren Cousinen in Chile und lernte dort meinen Vater kennen. Sie haben sich dann gleich verliebt und sind dort geblieben, haben dort geheiratet in El Salvador und ich wurde da geboren. El Salvador ist ein kleiner Minenort im Landesinneren, in der Atacama-Wüste, nicht in dem Teil, nicht in dem touristischen Teil der Wüste, zum Beispiel San Pedro, wo alle Deutschen und auch Leute aus anderen Ländern hingehen, sondern weit abgelegen davon. El Salvador hat einen kleinen Marktplatz, ein Hotel, ein Krankenhaus und ansonsten nur Häuser, wo die Minenarbeiter leben. Das ist alles sehr ordentlich aufgebaut, wie ein Fächer, die Straßen ganz ordentlich. Und zwar habe ich mir immer vorgestellt, als man mir sagte, ich bin bei 3500 Meter geboren, da wäre ein Berg und obendrauf ein Krankenhaus und ein kleines Dorf. Früher wurde dort Kupfer geschöpft, das gibt es anscheinend nicht mehr. Jetzt arbeiten sie mit Lithium. Ich war vor ungefähr 5 Jahren, habe ich meine Schwester in Chile besucht und sie hat mir das große Geschenk gemacht, mit mir dorthin zu fahren, um meinen Geburtsort zu besuchen und zu sehen. Wir sind ungefähr 1 Stunde vom Meer Richtung Landesinnere gefahren. Das war eine sehr interessante Fahrt, weil den ganzen Weg lang gab es Bahnschienen und die waren zerstört. Also das sah aus wie in einem alten Film. Ganz kaputte Bahnschienen, einige liegende kaputte Waggons auf dem Weg. Und dann nach ungefähr 1 Stunde Fahrt fährt man hoch auf ein Plateau. Und da oben auf 3500 Metern Höhe ist El Salvador. Wir haben das Krankenhaus besichtigt, wo ich geboren wurde. Und dann haben wir das Haus gesucht, in dem ich gelebt habe als kleines Kind. Und es auch gefunden. Und ich habe ein Foto, auf dem ich als kleines Kind auf der Mauer sitze vor dem Haus. Und wir haben dann gedacht, das machen wir jetzt nochmal. Als Erwachsene setze ich mich da drauf und wir machen ein Foto. Und auf einmal geht die Haustür auf und es kommt eine junge Frau mit einem Baby raus. Dann haben wir ihr erzählt, dass ich da als Baby gelebt habe und sie hat uns hineingebeten, uns einen Saft angeboten und wir haben ein bisschen mit ihr gesprochen. Und das war ein sehr rührender Moment für mich, weil ich kann mich natürlich nicht erinnern, wie es war, als ich klein war, aber ich hatte das Gefühl, genauso muss es meiner Mama gegangen sein, alleine mit dem kleinen Kind in dem Haus den ganzen Tag. Man konnte da nicht besonders was unternehmen, aber es war schon ein bisschen ein einsames Leben. Dann, als ich 2 Jahre alt war, hat mein Vater beschlossen, nach Deutschland zurückzukehren. Und wir sind damals nicht geflogen, sondern mit einem Frachtschiff über den Panamakanal gefahren. Die Fahrt dauerte 6 Wochen. Wir kamen dann in Deutschland an, in den Ort, wo mein Vater herkommt, in Rastatt, in der Nähe von Baden-Baden. Und dort war ich auch im Kindergarten und ich muss ziemlich schnell Deutsch gelernt haben und für meine Mutter übersetzt haben. Das wird mir immer wieder erzählt und ich denke, wie konnte ich als so kleines Kind so viel übersetzen? Aber meine Mutter konnte halt damals noch gar kein Deutsch. Und wir sind in Rastatt 2 Jahre geblieben. Dann meinte mein Vater, er kann sich nicht wieder an Deutschland gewöhnen. Es hat ihm so gut gefallen in Südamerika. Und er hat die Möglichkeit bekommen, für eine englische Firma in Peru zu arbeiten. Er dachte damals, Peru und Chile ist ja alles dasselbe. Genauso wie wir in Südamerika mal dachten, Deutschland, Schweiz, Österreich ist ja alles dasselbe oder Europa ist alles dasselbe. Und wenn man dann da ist, sieht man, wie unterschiedlich das ist. Peru und Chile sind 2 Welten, wirklich ganz, ganz anders. Naja, wir sind da im September 66 nach Peru geflogen. Damals zum Glück nicht mehr mit dem Schiff, sondern geflogen. Und einen Monat später gab es den Militärputsch. Das hat, glaube ich, meine Eltern ziemlich erschreckt. Aber wir sind dort geblieben. Ich war erstmal im Kindergarten dort und später in der deutschen Schule.
Die deutsche Schule ist vom Unterrichtsplan her genau wie Deutschland. Das heißt, unsere Bücher kamen von hier und die Lehrer natürlich auch. Und ich habe das ganz normale deutsche Abitur gemacht. In der Schule war ich nicht besonders glücklich, denn ich war zum einen sehr, sehr schüchtern, was natürlich als kleines Kind ein Vorteil war, weil dann habe ich immer aufgepasst im Unterricht und hatte immer gute Noten. Aber dann, als ich etwas älter wurde, mit 15, habe ich beschlossen, Flöte zu spielen. Und dann hatte ich keine Lust mehr auf die Schule. Ich wollte am liebsten zu Hause bleiben und Flöte spielen. Habe auch manchmal ein bisschen geschwänzt deswegen. War einfach glücklich mit der Flöte und mit meiner Musik. Ich habe auch mit 15 in der Schule einen Eignungstest gemacht. Das war so bei uns, dass wir für die letzten Jahre aufgeteilt wurden in die Sparten Kunst, Sprachen, Wissenschaft oder Wirtschaft. Und ich hatte gedacht, naja, ich mache vielleicht Wissenschaft, dann kann ich wie mein Papa Chemiker werden. Aber der Test, dieser Eignungstest, zeigte, dass ich mit Menschen arbeiten sollte und etwas Künstlerisches machen sollte. Damals hatte ich noch nicht angefangen, Flöte zu spielen und ich dachte, ach, mit Menschen, so schüchtern wie ich bin, das geht gar nicht. Und was Künstlerisches, ja, was soll ich denn da machen? Ich kann ja gar nichts. Ne? Und dann durch Zufall hatte ich Lust, Flöte zu spielen und das hat sich so entwickelt und dann wollte ich eigentlich nur noch Musik machen. Als ich 15 war und dann in diese Oberstufe kam, hat meine Mutter aber gesagt, nein, Kunst geht gar nicht, weil da gibt es kein Abitur. Du machst dann am besten Sprachen. Das war aber ganz gut. Ne? Also Sprachen machen mir auch großen Spaß. Ich lerne gerne und einfach Sprachen. Und damit war ich auch ganz zufrieden. Dummerweise fing meine Mutter an meinem ersten Schultag an, als Sekretärin in der Schule zu arbeiten. Das war dann für mich ein Problem, weil ich doch manchmal gerne zu Hause blieb, um Flöte zu spielen. Und die Lehrer dann gleich zu meiner Mutter gingen und sagten, was ist mit der Gabi, ist sie heute krank? Also konnte ich nicht so viel fehlen, wie ich gerne gewollt hätte. Ich habe trotzdem mein Abitur bestanden und bin auch ganz glücklich im Nachhinein, dass ich das gemacht habe, weil das mir am Anfang in Deutschland die Türen geöffnet hat. Nach dem Abitur habe ich einen Freund gehabt in Peru, der Cellist war. Und wir sind dann zusammen für ein halbes Jahr nach Chile gegangen. Er hat dort Cellounterricht genommen und ich Flöte. Und irgendwie hat es uns da aber nicht ganz so gefallen. Dann sind wir wieder nach Peru zurück und er hat ein Stipendium für Deutschland bekommen. Dann habe ich gedacht, okay, wenn er nach Deutschland geht, dann gehe ich auch nach Deutschland. Ich bin nach Deutschland geflogen mit 21 Jahren und war erstmal in Rastatt bei meiner Oma ein paar Monate, bevor ich dann nach Köln ging und dort nicht direkt in die Hochschule, sondern ins Konservatorium, machte ich eine Aufnahmeprüfung und hatte eine sehr, sehr liebe Lehrerin, die sich ganz toll um mich gekümmert hat. Sie hieß Valerie Spieker-Noack und das, was ich sehr lustig fand, ist, dass ich mir, als ich 15 war, eine LP, also eine Schallplatte gekauft hatte in Deutschland, genau von ihr. Und es war eine ganz gute Zeit in Köln, wobei ich anfangs sehr, sehr unglücklich war.
Weil erstmal passierte, dass meinem Freund das Stipendium entzogen wurde und er in Peru bleiben musste. Dann hatte ich zwei Freundinnen, eine aus Ecuador und eine aus Kolumbien. Und wir setzten uns zusammen zum Weinen. Wir haben am Anfang geweint, weil das Wetter so blöd ist in Deutschland, weil die Leute so anders sind, weil das Essen uns nicht geschmeckt hat. Wir waren halt einfach anderes gewohnt. Und vor allem war ich am Anfang in Köln sehr einsam. Ja, ich lebte in einem 8-Quadratmeter-Zimmer, in einem Haus, in dem auch andere Studenten lebten. Aber ich war gewohnt, aus Lima in einem Haus zu leben, mit Hund und Familie und die Nachbarn, und immer war jemand da. Also man ist dort einfach nie alleine, was mich auch ein bisschen genervt hatte, aber dann nachher diese Einsamkeit war schon ein bisschen hart. Und dann noch der Winter in Deutschland. Ich hatte mir Schuhe mitgebracht, von denen ich dachte, das wären gute Winterstiefel. Und dann bin ich raus, bin erstmal ausgerutscht auf dem Schnee, weil ich natürlich keine Profilsohle hatte. Sie waren auch nicht imprägniert, dann hatte ich gleich nasse Füße und naja, da habe ich gleich gemerkt, das ist alles nichts. Trotzdem habe ich ungefähr 15 Jahre gebraucht, um mir meine ersten richtigen warmen Stiefel und meinen ersten Daunenmantel zu kaufen. Wenn man aus Südamerika kommt, ist man halt einfach gewohnt, sich nicht so anzuziehen, und ich habe mich immer ein bisschen geweigert. In Köln war ich in der Musikschule und habe dort geheiratet auch. War aber ziemlich unglücklich, das war alles nicht so das Richtige. Und habe dann irgendwann mal beschlossen, das möchte ich alles nicht, und bin nach Wallau gekommen, in der Nähe von Wiesbaden, wo meine Mutter und meine Geschwister lebten. Sie kamen ein Jahr nach mir nach Deutschland, und meine Geschwister waren damals 14 und 15 Jahre alt. Ich war dann schon 22, 23. Dann habe ich noch mal ein halbes Jahr bei meiner Familie gelebt, habe eine Schule für Repräsentations- und Empfangsfachkräfte besucht, was dann aber auch nicht ganz so mein Ding war, und habe in Wiesbaden Arbeit gesucht und wurde genommen. Das war ganz interessant. Mein erster Tag in Wiesbaden, mein Bewerbungsgespräch, werde ich nie vergessen. Das war am 5. November 88. Es hat geschneit, unglaublich. Als ich ins Bewerbungsgespräch reinging, war noch kein Schnee da. Und als ich rauskam, war die ganze Stadt weiß, aber wie? Und ich musste mit dem Bus nach Wallau fahren. Und dieser Bus kam nicht und kam nicht. Und ich wollte so gerne mal auf Toilette gehen, aber ich habe mich nicht getraut, weil ich dachte, wenn ich jetzt in den Bahnhof reingehe, kommt der Bus und ich bleibe hier für immer. Auf jeden Fall hat es dann sehr viele Stunden gedauert, bis ich zu Hause war. Und dann sagte ich, Mama, ich kann da nicht arbeiten. Ich komme ja da nie nach Hause, das geht ja gar nicht. Aber dann kam die Zusage. Und ich habe mich gewundert und mich nachher gefragt, es müssen 100 Bewerber oder etwas mehr gewesen sein. Und sie haben mich genommen. Ich glaube, das war, weil, also es handelte sich um einen Übersetzungsjob. Ich war zwar keine Übersetzerin, aber ich konnte ja Deutsch und Spanisch beides als Muttersprache praktisch. Und es ging um eine Schwefelsäureanlage, die in Chile gebaut wurde, in der Atacama-Wüste. Und als ich gesagt habe, dass ich dort geboren wurde, und ich habe auch meinen Test da, ich musste etwas vor Ort übersetzen, anscheinend gut gemacht, und sie mochten mich, dann habe ich halt diesen Job bekommen. Ich habe bei der Firma Hugo Petersen hier in Wiesbaden 5 Jahre gearbeitet. Und das war ein Segen für mich. Das war der Moment, wo ich angefangen habe, mich in Deutschland gut zu fühlen. Ich hatte super nette Arbeitskollegen, eine ganz, ganz tolle Stimmung in der Firma. Und das war einfach für mich die beste Zeit, seitdem ich angekommen war in Deutschland. Dann hatte ich aber natürlich sehr viel Freizeit, weil ich habe nur 5 Stunden am Tag gearbeitet. Und in dieser Freizeit wollte ich irgendwas Schönes machen. Und als ich in Köln war, hatte ich sehr viele spanische Freunde. Und ich sagte, ich möchte mal gerne Flamenco lernen. Und die sagten aber, nein, das kannst du nicht, das können nur Spanier, das hat man im Blut, aber man kann das gar nicht. Und ich war damals noch so schüchtern und leicht beeinflussbar und sagte, nee, okay, dann kann ich das halt nicht. Ne? Dann in Wiesbaden rief ich bei einer Tanzschule an, beim Westside Studio, und fragte, ob sie Aerobics hätten, weil Aerobics hatte ich schon mal als junges Mädchen gemacht. Und ich sagte, nein, aber Flamenco haben wir heute. Und ich, was, echt, Flamenco? Ja, das möchte ich ausprobieren.
Und dann sagten sie, ja, ich solle bitte Schuhe mit hohem Absatz mitbringen, ansonsten bräuchte ich gar nichts. Da dachte ich, na, nichts einfacher als das, ich habe ja nur Schuhe mit hohem Absatz. Dann bin ich da zum Flamenco gekommen. Ich habe 2 Jahre dort Unterricht genommen und dann hat die Lehrerin aufgehört. Und das war mein nächster großer Glücksfall. Dann kam ich nämlich zu Vera Stifter-Bornheim. Sie hat eine Ballettschule in Wiesbaden und unterrichtet auch Flamenco. Und Vera ist für mich eine große Mentorin geworden. Ich kenne sie jetzt schon, ich habe es nicht genau ausgerechnet, aber so 28, 30 Jahre, sowas kenne ich sie bestimmt schon. Wir sind immer noch in Kontakt. Also sie ist für mich irgendwie wie eine zweite Mutter. Von ihr habe ich sehr viel gelernt. Sie hat mir Einzelstunden gegeben, wo ich mal vor Angst gestorben bin. Ich war dann immer so nervös, dass ich kaum was machen konnte. Aber das hat funktioniert. Ich habe sehr, sehr viel von Vera gelernt. Und dann auch habe ich mir alle möglichen Flamenco-Videos gekauft. Damals gab es ja noch nicht so viel Lernmaterial, wie es heutzutage gibt. Und ich war einmal in Madrid und habe dort auch ganz tollen Unterricht gehabt. Ansonsten habe ich mir sehr viel selbst angeeignet. Ich habe ganz viel mit meinen Videos alleine geübt. Dann habe ich immer im Fernsehen nach Dokumentarfilmen über Flamenco gesucht, sie mir angeguckt, mir Schritte abgeguckt. Und dadurch, dass ich Musik gelernt hatte, sehr viele Musikkenntnisse habe, habe ich einen Zugang, der nicht so ist wie alle Flamenco-Tänzerinnen. Zum Beispiel, einige Flamenco-Tänzerinnen machen einen Schritt in Achtelnoten. Und dann sagen sie, wir machen jetzt doppelt so schnell. Aber eigentlich machen sie Triolen, was ja nicht wirklich doppelt so schnell ist. Und dieses Verständnis, diese Musikkenntnisse, die ich hatte, haben mir ganz viel geholfen, mir Sachen sehr schnell zu merken und schnell zu verstehen. Flamenco war eine Leidenschaft von Anfang an. Und in der Firma, in der ich gearbeitet habe, durfte ich mit Erlaubnis vom Direktor, Direktor sagt man, vom Manager, im Keller üben. Ich habe mir eine Pressspannplatte besorgt, einmal 1 Meter, und die durfte ich im Keller aufstellen und auch da liegen lassen. Und dann bin ich immer nach Geschäftsschluss und an den Wochenenden hin und habe stundenlang im Keller geübt. Und es gab schon so ein paar Spinnen im Keller, die habe ich dann immer so angeguckt, dass sie mir nicht zu nahe kommen. Ansonsten hatte ich meinen Walkman an mit Metronom oder mit Musik und habe auf meinem Brettchen geübt. Einmal bin ich sehr erschrocken. An einem Wochenende habe ich Geräusche in der Firma gehört und da ist mir schon ein bisschen das Herz stehen geblieben. Und dann war aber nichts mehr, dann habe ich weitergetanzt und auf einmal geht die Tür vom Keller auf und ein Arbeitskollege steht und sagt, Frau Herzog, was machen Sie? Ja, ich im Flamenco-Kostüm und ich war ja schon relativ laut. Ich habe nicht damit gerechnet, dass jemand am Wochenende arbeiten würde. Ja, dann war ich sozusagen geoutet und musste bei der Weihnachtsfeier vortanzen. Ich habe gezittert, meine Knie haben gezittert, das war ganz schrecklich. Aber es war natürlich gut, weil es mein erster Auftritt war und das erste Mal, dass ich jemandem gezeigt habe, was ich gelernt habe, und es kam sehr gut an. Später, als ich nicht mehr bei der Firma gearbeitet habe, wurde ich nochmal eingeladen, auf einer Weihnachtsfeier zu tanzen. Vor 5 Jahren bei Hugo Petersen habe ich dort aufgehört, weil ich eine Flamenco-Schule gegründet habe. Ich war immer in Taunusstein, wo ich damals lebte, in Taunusstein-Wehen, war ich immer spazieren und sah eine Tanzschule, die verlassen war. Und ich guckte durchs Fenster rein und das sah so schön aus. Das war so im Flamenco-Stil. Ja, die Wände waren bis zur Hälfte mit Holz beschlagen, so wie hier bei mir auch. Nur, dass es war schwarz gestrichen und die Wand nach oben war rot oder andersrum. Also es war alles schwarz und rot. Und an der Decke waren ganz viele kleine Lämpchen eingelassen. Es gab einen super schönen Holzboden mit so Stäbchenparkett. Das war einfach alles ideal. Und diese Tanzschule habe ich dann gemietet und habe ein paar Jahre in Taunusstein unterrichtet.
Wir hatten leider ziemlich große Probleme mit den Nachbarn. Direkt hinter unserem Spiegel war ein Restaurant. Und sie haben gesagt, dass ihre Gläser vibriert haben in der Vitrine, wenn wir getanzt haben. Ja, leider ging das dann gar nicht mehr. Wir wurden praktisch rausgeschmissen aus der Tanzschule. Und dann habe ich erst mal ordentlich geweint. Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Und durch Zufall habe ich dieses Studio hier gefunden, wobei das damals noch ein Ballettstudio war. Und ich habe den Raum im Keller zur Untermiete bekommen. Oben wurde Ballett getanzt und unten Flamenco. Und das ging ziemlich gut ein paar Jahre lang. Es war gut, in Wiesbaden zu sein, weil ich hier einfach mich viel besser fühle als in Taunusstein. Auf jeden Fall habe ich mich in Wiesbaden gleich gut gefühlt. Und als das Ballettstudio hier ausgezogen ist, habe ich das ganze Haus gemietet. Das heißt, ich hatte zwei Tanzräume von Anfang an, habe immer wieder mal ein bisschen einen Raum untervermietet, aber nicht so viel, sondern habe einfach ausgebaut. Von nur Flamenco sind wir auch auf Ballett gegangen. Wir haben inzwischen super viele kleine Kinder, die hier Ballett tanzen, mehrere Ballettlehrer, und das läuft sehr gut. Also das macht auch wirklich Freude. Eine Zeit lang habe ich sogar Ballettvertretung gemacht, als wir keinen Lehrer hatten. Und das ist einfach schön. Also das mit den Ballettkindern und mit den Flamenco-Kindern und Flamenco-Erwachsenen hier funktioniert einfach sehr gut. Eine Wohnung, da wohnte eine sehr nette Hausmeisterin, die Frau Möller, die sehr glücklich war, dass wir hier waren. Frau Möller hat nicht mehr so gut gehört, aber sie hörte uns doch noch und sie fand immer schön, dass das Haus nicht leer ist. Und immer wenn sie Besuch hatte, haben die anderen gesagt, wie kannst du das nur ertragen mit diesem Lärm? Aber für sie war das in einem Maß, wo es halt wirklich schön war. Wir haben uns super gut verstanden. Sie war auch öfter hier unten und hat mit meinen Schülern sich unterhalten. Das war einfach sehr, sehr nett. Dann ist sie aber irgendwann mal weggezogen und ich habe die Wohnung oben übernommen. Das heißt, ich habe das ganze Hinterhaus jetzt für mich alleine. Ich bin hier im Westend sehr glücklich. Ich finde am Westend eine der schönen Sachen ist, ich gehe mal vor die Tür. Und immer kommt irgendjemand vorbei, den man begrüßen kann, mit dem man ein Schwätzchen halten kann. Ich kenne hier sehr viele Leute. Ich finde es ein sehr, sehr schönes Viertel. Fühle mich super wohl. Es gibt auch ein paar Nachteile im Westend, über die ich versuche hinwegzugucken oder mich damit abzufinden und mache einfach das Beste draus. Viele meiner Schüler wohnen hier in der Nähe. Und diese lange Zeit der Einsamkeit am Anfang in Deutschland, die habe ich hier im Westend einfach nicht. Ja, also hier ist immer irgendjemand da. Das mag ich sehr gerne. Das erinnert mich ein bisschen an meine Heimat, dass vor der Tür jemand steht und es nicht vereinsamt ist. Es gibt natürlich auch andere Viertel hier in Wiesbaden, wo keiner draußen steht oder vorbeigeht. Aber hier, das ist für mich einfach perfekt. Bevor wir anfangen zu spielen, machen wir einmal die Augen zu und wir spielen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dabei hören wir gut auf die anderen und versuchen, wie nur eine Person zu klingen. Thank you.
Nach ein paar Jahren Flamenco habe ich beschlossen, dass ich auch Kastagnetten spielen lernen möchte. Und zuerst habe ich mir erst von einer Kassette, damals gab es noch diese kleinen Musikkassetten, abgehört und dachte, man spielt mit beiden Händen gleichzeitig, was man nicht wirklich macht. Also diese Rolle macht man nicht mit beiden Händen gleichzeitig. Ich hatte dann irgendwann mal Unterricht und hatte das große Glück, an einem Kastagnettenwettbewerb teilzunehmen und dort eine geniale Lehrerin kennenzulernen, die Consol Grau aus Barcelona. Consol ist die Assistentin gewesen von der großen Kastagnettenspielerin Emma Maleras, die eine ganz ausgefeilte Kastagnettenmethode entwickelt hat. Emma Maleras hat ihr ganzes Leben dazu gewidmet, eine Kastagnettenmethode zu entwickeln, weil sie nämlich fand, dass viele Tänzer einfach nicht schön spielen. Und sie dachte, das muss sich ändern, das muss mal gut klingen. Und ich konnte zwar bei ihr direkt persönlich keinen Unterricht mehr haben. Sie ist schon vor ein paar Jahren gestorben und war damals schon 93 Jahre alt. Aber ich hatte bei Consol Grau Unterricht. Seit dem Jahr 2000 lade ich Consol jedes Jahr zu mir in die Tanzschule ein. Und sie unterrichtet hier auch meine Schüler und andere Leute, die aus verschiedenen Städten angereist kommen. Und nimmt auch hier Prüfungen ab. Ich bin sozusagen ein Kastagnettenzentrum für Deutschland, für diese Methode. Ich bin auch die offizielle Vertretung dieser Kastagnettengesellschaft und die einzige Stelle außerhalb Barcelona, wo man Prüfungen machen kann. Kastagnetten sind für mich einfach so genial, weil ich ja eigentlich Musikerin werden wollte und die Flöte aufgegeben habe unterwegs. Mit der Flöte hatte ich halt ein großes Problem mit der Intonation. Ich habe manchmal gemerkt, es stimmt nicht, was ich spiele, aber ich wusste nie, ob ich zu hoch oder zu tief bin. Und ich habe ein Jahr lang Unterricht genommen, um das herauszufinden, also wirklich Gehörtraining, aber das hat einfach nicht funktioniert. Und mit den Kastagnetten gibt es das Problem nicht. Sie haben ja keine Tonhöhe, man muss sie nicht stimmen, es gibt nur Rhythmus. Und das ist meine Stärke. Ich bin so froh, dass ich die Kastagnetten gefunden habe und diese Kastagnettenmethode, nach der man auch so präzise spielt. Ja, Lehrer, die ich schon mal hatte, sagten, ja, wir spielen so und so und morgen haben wir es anders gespielt. Einfach so, ja, egal, irgendwie, Hauptsache am Ende kommt man zusammen raus. Und damit war ich immer so ein bisschen unglücklich, weil ich dieses Genaue schon sehr gerne mag. Das mit den Kastagnetten ist für mich einfach absolut mein Ding. Ich tanze auch mit Kastagnetten, aber viel lieber spiele ich sie als Konzertinstrument. Es gibt verschiedene Arten von Kastagnetten. Zum Beispiel gibt es welche, die mit einem Gummi am Mittelfinger befestigt werden und dann so geschüttelt werden, dadurch der Ton entsteht. Die Kastagnetten, die ich spiele und die man auch im Flamenco spielt, werden mit einer Schnur am Daumen befestigt. Ja, ich habe so eine Schnur, die wird über den Daumen gezogen und richtig festgemacht. Also man hat nachher so einen Abdruck und werden mit allen Fingern gespielt. Aber mit dieser Methode von Emma Maleras lernt man mal wirklich sehr, sehr langsam. Ja, am Anfang halt die ganzen Noten, die halben Noten. Ja, und wenn eine Note 4 Zeiten dauert und die Musik auch noch langsam ist, dauert das halt echt lange. Ja. Dafür lernt man halt eine perfekte Haltung, ja, dass die Hand, zum Beispiel das Handgelenk, nicht so geknickt sein soll oder auch nicht so geknickt sein soll, wie der Daumen steht, dass wir hier innen ein Häuschen für die Kastagnette machen, ja, dass wir die Hand nicht so öffnen. Diese Sachen lernen wir alle sehr gründlich. Ich habe das jetzt mit meinen Schülern durchgezogen und das ist so schön. Ja. Meine Schüler spielen jetzt im Vergleich zu früher so toll, während sie tanzen.
Früher war das so, dass ich immer mitspielen musste, weil das konnte man sonst vom Klang her nicht ertragen. Und jetzt können meine Schülerinnen wirklich alleine auftreten. Das klingt super schön. Natürlich möchten die meisten mit Kastagnetten tanzen, aber einige lernen das auch einfach als Instrument und kommen dann in die Mittelstufe. In der Mittelstufe trainiert man eine hohe Geschwindigkeit und alle möglichen Anschlagarten, die man so braucht beim Tanzen. Und da lernt man verschiedene Arten von Carretillas und auch verschiedene Schläge. Zum Beispiel gibt es ja auch etwas, das nenne ich das Küsschen. Das ginge in der Grundstufe so. Dann auch so. Und in der Mittelstufe kommt noch dazu. Und. Was ich noch nicht gesagt habe, ist, dass wir zwei verschiedene Kastagnetten haben. Die linke klingt dunkel und die rechte klingt hell. Deswegen heißt die linke das Männchen und die rechte das Weibchen. Und wenn wir tanzen, macht das Männchen das hier. Und das Weibchen macht die ganze Arbeit. Und deswegen nenne ich das auch Küsschen. Und wir haben auch dieses Beispiel von Männchen und Weibchen, weil die müssen sich immer angucken. Man spielt ja normalerweise nicht fürs Publikum, sondern die beiden Kastagnetten miteinander. Jetzt in der Mittelstufe arbeiten wir sehr viel am Tempo, zum Beispiel. Aber auch. Und. Und natürlich auch sowas. In der Oberstufe lernt man nichts mehr, was wir beim Tanzen bräuchten, sondern das, was man für ein Konzert braucht. Von Buch 2 wird erklärt, wie man die Carretilla anfängt zu üben. Die allererste Übung wäre, nur die Hand hier aufstellen und den kleinen Finger runter. Das können jetzt viele Leute nicht, dann geht der zweite Finger automatisch mit. Versucht, den zweiten Finger an den dritten anzulehnen und einfach so weit es geht. Ja, wenn der zweite Finger jetzt so mitkommt, das ist in Ordnung. Wenn er so mitkommt, das ist nicht in Ordnung. Also versucht wirklich, die Finger zu trennen und dann einzeln einzurollen, bis in die Hand hinein. 1, 2, 3, 4 und wieder öffnen. Wenn wir so üben, müssen wir uns nicht um den Klang kümmern, sondern wir kümmern uns nur darum, dass die Finger den richtigen Weg lernen, damit wir später auf der Kastagnette dasselbe machen können. Finger Nummer 1, 2, 3, 4. Von hinten sieht das so aus.
Im Jahr 2015 haben wir ein Ensemble gegründet. Also wir, das bin ich mit Albert Peter und John Oppheim. Den John habe ich kennengelernt vor sehr vielen Jahren, als er ganz, ganz jung war und studierte hier in der Fachhochschule in Wiesbaden. Lief hier vorbei und sah die Flamenco-Schule und sagte, ich will Flamenco-Gitarre lernen, endlich finde ich eine Flamenco-Schule. Und inzwischen ist er der gefragteste Gitarrist hier in der Gegend und begleitet alle meine Kurse, meine Auftritte. Und Albert Peter kenne ich schon seit bestimmt 25 bis 30 Jahre. Albi ist Komponist und singt sehr schön auf Spanisch, auch in anderen Sprachen, aber ich mag das halt auf Spanisch besonders gerne. Er spielt diverse Flöten und alle möglichen Saiteninstrumente. Und ich habe irgendwann mal gedacht, diese schöne Musik, die er schreibt, die könnten wir mit Kastagnetten doch auch spielen. Und so haben wir das Ensemble Triolet gegründet. Wir spielen natürlich auch andere Stücke, aber sehr viel Musik von Albi. Und mit zwei Gitarren oder auch mit anderen Saiteninstrumenten und mit Kastagnetten. Und das ist für mich super toll, weil ich wollte ja schon immer eine Musikerin sein, nicht nur eine Tänzerin. Ist für mich nicht Chile, weil da bin ich geboren, aber ansonsten habe ich ja da nie gelebt. Lange Zeit habe ich gedacht, meine Heimat ist Peru, weil ich da aufgewachsen bin, da zur Schule gegangen bin, wichtige Lehrer hatte, meine erste Liebe hatte. Aber inzwischen lebe ich ja schon viel länger in Deutschland, als ich jemals in Peru gelebt habe. Und wenn ich dort bin, bin ich natürlich äußerlich schon auffällig. Und ich fühle mich schon wohl dort, aber nicht hundertprozentig als Peruanerin. Nein, tue ich nicht. Aber als hundertprozentige Deutsche fühle ich mich ja auch nicht. Ich habe zwar viele deutsche Eigenschaften, aber halt auch einige, die es nicht sind. Trotzdem finde ich, hier gehöre ich hin. Meine Heimat ist meine Flamenco-Schule und ich habe zwar auch Familie hier, mein Bruder, meine Mutter, aber ein Teil meiner Familie ist meine Schule und meine Schüler. Ich habe selbst keine Kinder. Ich liebe meine Arbeit. Und das wird manchmal von außen gesehen wie, ja, die arbeitet ja nur und die arbeitet so viel und das ist nichts Gutes.
Aber warum soll das nichts Gutes sein, wenn man das mit Leidenschaft macht und man sich wohl dabei fühlt? Ja? Also meine Heimat ist da zu sein, wo Menschen sind, die mich lieben und die ich liebe und bei denen ich mich aufgehoben fühle, die mich unterstützen, ja, und meine Musik. Darf man Flamenco tanzen als Nicht-Spanierin? Natürlich darf man das. Also es gibt ja in Spanien solche und solche Menschen, genauso wie in Deutschland ja auch solche und solche Menschen gibt. Und es gibt diejenigen, die ich am Anfang kennengelernt habe in Deutschland, die sagten, du kannst kein Flamenco lernen, weil du keine Spanierin bist und nur Spanier können das und das musst du im Blut haben. Dann gibt es in Spanien auch Leute, die denken, Flamenco kann man nur richtig machen, wenn man ein Zigeuner ist. Das Wort Zigeuner ist ja heutzutage politisch nicht ganz korrekt, aber im Flamenco ist es einfach eine Ehre, ein Zigeuner zu sein. Ich selbst bin ja weder Zigeunerin noch Spanierin und ich stehe voll dazu, weil ich möchte nicht jemanden imitieren. Ich möchte nicht wie eine Tänzerin aus Spanien sein. Ich möchte einfach das machen, was ich gerne mache und ich interpretiere Flamenco auf meine Art. Zum Beispiel mag ich persönlich die fröhlichen Tänze viel lieber als die ernsten. Flamenco kann ja sehr dramatisch und sehr schmerzhaft sein und das ist auch gut so. Man soll ja alles Mögliche mit Flamenco ausdrücken können. Und interessant ist, wenn ich unterrichte, und ich unterrichte natürlich am Anfang fröhliche Tänze, ja, so für die Anfänger, weil man hat natürlich als Anfänger noch nicht so einen Ausdruck, um etwas Ernstes zu interpretieren. Und dann nach einer gewissen Zeit, wenn ich sage, wozu hättet ihr Lust? Fast alle möchten das Ernste. Und das ist für mich interessant, weil ich tanze zwar auch gerne die ernsten Sachen, aber viel, viel lieber die fröhlichen. Ja? Ich tanze zum Beispiel immer gerne die Guajira. Das ist ein Tanz, sondern eine Musik, die ihren Ursprung in Südamerika hat und aus der ein Flamenco-Stück entstanden ist. Damit kann ich mich sehr gut identifizieren. Ich fühle mich sehr wohl damit, keine Spanierin zu sein und meinen eigenen Flamenco zu machen. Die Frage ist, ob man damit auch in Spanien auftreten kann. Und auch da gibt es einfach verschiedene Meinungen. Ich kenne zum Beispiel eine Schweizerin, die in Sevilla Flamenco gelernt hat und dann die Assistentin des Lehrers dort war, weil sie einfach als einzige Schülerin alle Tänze konnte und ihn immer vertreten konnte. Oder eine andere deutsche Tänzerin, die auch in Sevilla in einem Tanzstudio unterrichtet. Und die Damen treten natürlich auch in Spanien auf. Man kann es machen. Einige finden das toll, andere finden das nicht so toll. Aber ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir dazu stehen, wer wir sind und was wir machen und uns nicht so viel von den anderen Menschen beeinflussen lassen.